Kollege Roderich-Giese, bitte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, in der doch gleich durch Sie zu Beginn, Frau Roth, ordentlich temperierte Debatte, ist es schon nötig, auch etwas Ruhe und Gelassenheit reinzubringen. Ich denke, wir sind uns in zwei Punkten sehr einig, liebe Frau Kollegin Roth. Erstens ist es nicht haltbar, wenn auf Dauer das Besuchsrecht verweigert wird. Zweitens ist die Türkei auf dem Weg in einen Unrechtsstaat, und wir müssen sehr sorgfältig überlegen, mit welchen Maßnahmen und Methoden wir auf die Eskalation, die von Seiten der Türkei betrieben wird, reagieren. Und ich sage hier auch sehr deutlich, ein einseitiger und sofortiger Abzug ist weder im europäischen noch im deutschen Interesse, und das sage ich auch im Namen meiner Fraktion. Denn ein solcher Abzug hätte Konsequenzen. Erstens würden wir die Isolierung der Türkei vorantreiben. Zweitens wäre das Gesamtthema eine bilaterale Geschichte zwischen Deutschland und Türkei. Und unser Interesse muss doch sein, dass auf diplomatischer Ebene der NATO man sich darüber unterhält und wir nicht ein deutsch-türkisches Sonderproblem daraus machen. Entscheidend ist, dass der NATO-Rat das thematisiert. Das war übrigens, als ich das vor einigen Monaten vorschlug, nicht im deutschen Interesse und auch nicht im amerikanischen Interesse. Das wurde damals verhindert. Heute aber wissen wir, das kann ich auch im Namen unserer Fraktion sagen, dass es auf absoluter und wichtiger Überlegung beruht, dieses Thema zu 28 in Brüssel zu debattieren. Denn das, was in der Türkei gerade stattfindet, ist nicht ein Land, das auf dem Weg zu mehr Demokratisierung ist, sondern ein Land, das sich vom Wertekanon der NATO verabschiedet. Und es ist nicht tragbar, dass die Südostflanke der NATO, die Türkei, sich verhält wie ein Land, das sich zunehmend dem Iran und Russland annähert, und wir dann auch noch durch einen überzogenen, einseitigen Abzug dies leisten. Ich bin ein Verfechter des Besuchsrechts. Ich empfehle aber, eine Studie des Wissenschaftlichen Dienstes zur Frage des Besuchsrechts vom letzten Jahr sehr sorgfältig zu lesen. Die Parlamentskontrolle üben wir nicht durch das Besuchsrecht aus, sondern indem wir Kabinettsentscheidungen unsere Zustimmung geben oder sie verweigern. Und für uns ist doch ganz wichtig, dass die Truppe dort gut geführt wird und dass ein Beauftragter des Bundestages jederzeit dort Zugang hat, nämlich der Wehrbeauftragte. Und in der Zeit, wo die Türkei jetzt uns den Zugang verwehrt, uns Abgeordneten, machen wir etwas ganz Wichtiges. Wir prüfen Alternativen. Und als wir im letzten Jahr dem Vorschlag der Bundesregierung zugestimmt haben, war damals in der Debatte Sizilien, Zypern, es war auch Jordanien in der Debatte und Katar. Und wir haben uns damals entschieden, das von einem bewährten NATO-Stützpunkt aus zu machen. Das war auch in unserem Interesse. Und jetzt haben wir sehr erfreuliche Signale aus Jordanien. Unsere Verteidigungsministerin reist am Wochenende hin. Gegenwärtig sind dort Teams zur Prüfung. Die Bundeswehr ist in Jordanien hoch willkommen. Wenn die Türkei nicht bereit ist, das Besuchsrecht wieder einzuräumen, ist das eine sehr gute Alternative, aber doch nicht kurzfristig, einseitig heute, liebe Frau Roth. Sie wissen selbst, dass wir etwa 8 bis 10 Wochen brauchen, bis die Bundeswehr wieder woanders funktionsfähig ist. Und das Oberziel ist doch nicht, unsere Soldaten dort zu besuchen, das gehört mit dazu, sondern das Oberziel ist der Kampf gegen IS. Und den Kampf gegen IS ohne deutsche Beteiligung über 8 Wochen fortzuführen, wäre bündnisschädigend. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch einen Vorschlag ansprechen, wo sich auch bereits Jürgen Harte und ich heute geäußert haben. Es ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, dass unser Bundesaußenminister aus Washington heraus jetzt auch noch den AWACS-Einsatz der NATO zur Debatte stellt, wo Deutschland 30% des Personals stellt und wir in Konya plötzlich auch abziehen sollen. Bei aller Koalitionstreue, es ist ein Schaden, wenn wir plötzlich als Deutsche auch einen NATO-Einsatz aufkündigen. Ich bekenne hier sehr deutlich, wir als Union stehen hinter dem AWACS-Einsatz und wir wollen auch, dass die NATO zusammenhält und jetzt nicht im Wahlkampf auseinanderdividiert wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen, sondern wir werden ihn verweisen an den Auswärtigen Ausschuss.
und dort in aller Ruhe debattieren. In der Zwischenzeit erwarten wir die Ergebnisse des Teams der Bundesregierung, was Jordanien zu bieten hat. Und wir hoffen, dass die Türkei zurückkehrt in den Schoß gemeinsamer NATO-Verantwortung. Und wir sollten uns nicht von der Türkei in eine unnötige Eskalationsspirale treiben lassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke spricht hier.